Hallo ihr lieben Mitkreativen, ich bin's die Katzi. Heute zeige ich euch eins meiner Mini-Alben, was ich anlässlich der Kommunion eines Sohnes einer Freundin von mir gemacht habe. Ja, und bevor ich es heute wegschenke, habe ich gedacht, zeige ich euch doch mal, was ich da gewerkelt habe. So, das ist die Frontseite. Die Buchstaben habe ich mit der Cricut ausgeschnitten. Und wenn ihr seht, die habe ich mit Copic Markers angemalt und dann mit Glossy Accents überzogen. Und das sieht echt cool aus. Ja. So. Ansonsten, der Umschlag hier, der ist aus Pappe und der ist mit Designerpapier überzogen. Wie ich die Bindung gemacht habe, erzähle ich euch später. So, dann schauen wir doch mal rein. So, auf der ersten Seite ist Platz für Fotos. Und hier fängt es auch schon an. Ich versuche in meinen Mini-Alben immer ein bisschen was Besonderes mit zu integrieren. Ich stehe nämlich total auf Pop-Up-Bücher und versuche da irgendwie auch in meine Mini-Alben da irgendwie solche Elemente einzubauen. Das erste haben wir hier. Das ist so ein Zaubermechanismus. Wenn man oben an der Lasche zieht, kommt auch unten ein Stück Karte ausgefahren. Und da ist dann Platz vielleicht für ein kleines Foto und unten ein bisschen Text. Ja, schiebt man wieder zurück. Mit einer Hand ein bisschen schwierig, aber klappt. So. Und hier ist noch die Taube gestempelt. Das ist ein Stempel von Stampin' Up. So ein bisschen 3D. Ja. Okay, dann kann man hier an der Seite ein Pack rausziehen. Da ist einfach vorne und hinten Platz, um ein Foto drauf zu kleben und ein bisschen was dazu zu schreiben. Und hier an der Seite den Schriftzug, auch das habe ich mit der Cricut gemacht. Okay. So, blättern wir weiter. Auch eine Seite mit Tags. Hinten ist Platz, um was drauf zu schreiben. Und hier habe ich einen Hintergrund selber designt. Ich habe bunte Punkte ausgestanzt, auf einen weißen Karton geklebt und das Ganze dann mit einem recht groben oder eher mit einem feinen Prägemotiv geprägt. Und dann, weiß ich nicht, ob ihr das sehen könnt, ich zoome mal näher ran. Seht ihr, dann gehen die Punkte so richtig in das Motiv rein. Und das sieht aus wie ein Designerpapier. So, und hier unten einfach eine Lasche, um die Tags einzustecken. Nächste Seite, einfach Platz für Fotos. So, hier haben wir wieder eine etwas aufwendigere Seite. Das habe ich oben mit so Büroklammerchen festgemacht. Dann kann man das erstmal hier aufklappen und hat dann den Schriftzug in der Kirche. Auch mit der Cricut gemacht. Und hier ist ein Platz für Foto. Und jetzt kommt wieder etwas Aufwendigeres. Seht ihr? Da ist so ein kleines Pop-up. Ich zeige es euch nochmal. Klappt sich ein. Und aus. Genau, und hier nochmal die Taube. Und eine kleine Karte, um was dazu zu schreiben. Okay. Gehen wir weiter. So, die nächste Seite, die gefällt mir besonders gut. Das sind so Peekaboo-Frames. Und da hinten dran ist jede Menge Platz, um kleine Fotos einzukleben. Und an der Seite ist wieder ein Tag zum Rausziehen. Ja, so.
und auf der Rückseite wieder Platz. Auf der nächsten Seite ist erstmal so eine Lasche zum Ausklappen, um ein Foto drauf zu kleben. Und wieder hier kleine Tags. Und da ist unten jeweils Platz, um was drauf zu schreiben. Und Platz für Fotos. Die nächsten zwei Seiten habe ich so ein bisschen das Vogelmotiv aufgegriffen. Hier haben wir nochmal die große Taube und eine Karte hinten dran. Ja, komm. Hier ist auch nochmal Platz für ein Foto und um was drauf zu schreiben. Und hier die Bäume habe ich gestempelt, also diese Zweige. Und auch hier ist so Glossy Accents wieder drüber. Ein weiterer Tag an der Seite mit Blutblüten geprägt. Hier auf der Seite sind die zwei niedlichen kleinen Eulen. Die eine hat so Wackelaugen. Und auch da sind wieder Tags, um was zu schreiben und Fotos zu kleben. Ja. Hier an der Seite habe ich auch wieder was zum Rausziehen gestaltet. Die sind recht einfach gehalten, weil ich gedacht habe, man braucht auch Platz, um größere Fotos einzukleben. So, dann geht's weiter. Der Schriftzug hier, der ist weiß, embossed, mit weißem Embossingpulver, um ihn ein bisschen robuster zu machen. Wieder so eine kleine Lasche. Und zwei Tags. So, einmal zum Aufklappen nach oben. Hinten dran ist so eine Karte. Und das hier ist ganz raffiniert. Das kann man so aufziehen. Ich schiebe das mal ein bisschen nach oben. Und dann kann man das so aufklappen. Seht ihr? Und jeweils auf der Vor- und Rückseite Platz für Fotos. Ein weiterer Tag an der Seite. Mama und Papa. Und weiter geht's. Wie gesagt, sie haben sich gewünscht, dass man möglichst viele Fotos einkleben kann. Und ich persönlich finde es immer schade, wenn zu viel von den Motiven überklebt wird. Deshalb habe ich versucht, das recht einfach zu halten. Das ist so eine Fotomatte. Und die bietet ganz viel Platz für die verschiedensten Fotos. Und Platz, um was dazu zu schreiben. Die Seite hier ist ähnlich aufgebaut wie eine, die ihr schon gesehen habt. Da ist wieder eine Lasche für Fotos und Tags. Und auch hier an der Seite eine Lasche zum Kleben. So. Jetzt sind wir schon am Ende angelangt. Hier ist wieder so eine Fotomatte. Und ein letzter Tag, der wieder jede Menge Platz bietet für Fotos. Die letzte Seite auch. Platz für Fotos. Und die Rückseite. So, dann erzähle ich euch noch ganz kurz was über die Bindung. Dafür stelle ich es mir auf.
Hier hinten, die Lasche, die ist elastisch und das ist einfach so ein Leinenpapier. Das muss elastisch sein, weil wenn man das Buch aufklappen möchte, sollte es flach liegen. Ich habe bei meinen ersten Mini-Alben immer das Problem gehabt, dass sich dann hier irgendwie in der Mitte was gelöst hat. Und deshalb, wenn hinten die Lasche nicht so ganz fest ist, dann funktioniert das besser. So, und jetzt versuche ich mal, das irgendwie drauf zu bekommen, wie ich die Bindung gemacht habe. Kann man das erkennen? Also die Grundstruktur, das sind Briefumschläge, A5 Briefumschläge. Und die sind immer zusammengeklebt mit so einer Zickzacklasche. Seht ihr hier? Hier ist so eine kleine Zickzacklasche. Und dadurch bleibt das Buch elastisch und dehnt sich auch aus, falls die Seiten ein bisschen größer werden. Vielleicht mache ich auch mal ein Tutorial dazu, wie man das bindet. Okay, das war das Mini-Album. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!